Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Funko. Ich darf Sie herzlich heute zu Lara Croft and the Temple of Osiris begrüßen, was ausdrücklich nicht Tomb Raider heißt. Und ich hoffe mal, nachdem wir ja sehr erfolgreiche World War Z-Folgen hatten, haben wir heute mal ein bisschen mehr Glück, indem wir dieses Spiel spielen, von dem wir alle drei null Ahnung haben. Wir haben es alle noch nie gespielt, gesehen oder sonst irgendwas. Insofern, ich klicke jetzt mal auf neues Spiel. Bitte warten, deine Mitspieler im Speichereinstellung festlegen, okay? Zeit verbleiben. Bitte warte, während deine Mitspieler ihre Speichereinstellung festlegen, steht bei mir gerade. Ich überlege jetzt gerade, ob ich auf Ja oder Nein klicke. Flauzi? Gott, wir haben noch 15 Sekunden. Möchtest du deine gespeicherten Vorschritte mit dem Post überschreiben? Ja, mach beide Ja. Okay, ich hab Ja. Ah, guck mal. Wen nehme ich denn? Hey, wie kann ich das denn aussuchen? Einfach anklicken. Ja, einfach so da draufbleiben. Komm, ich nehme mal. Weiß nicht. Wem willst du, Flauzi? mir ist das egal. Schnell, noch 12 Sekunden. Ja, komm, dann nehme ich den hier. Nimm du meinetwegen den guten Herrn hier. Den Herrn. Horus, Carter und Lara. Horus? Boah, ist laut. Ja, bei mir auch. Ja. In der ägyptischen Mythologie hat der Gottkönig Osiris die Reiche geeint und weise und gerecht über Ägypten geherrscht, bis er von seinem Bruder, dem Thronräuber Seth, getötet wurde. Seth! Osiris' Frau, die Göttin Isis, barg den leblosen Körper ihres Mannes. Mit der Macht des Stabes von Osiris brachte sie ihn in die Welt zurück. Allerdings gerade lange genug, um einen Sohn zu empfangen. Horus. Als Seth hörte, was sie getan hatte, stahl er den Stab und setzte Isis und Horus mit Hilfe seiner Macht gefangen. Dann riss er die wiederbelebte Hülle von Osiris in Stücke und verteilte diese über das gesamte Land, bis er unangefochten über Ägypten herrschte. Oh nein. Als die Macht seines Reiches schwand, stieg er hinab in die Unterwelt, die Duat, um dort noch größere Macht zu finden. Doch nur Osiris hatte die Macht, aus der Duat zurückzukehren. Und ohne den Stab war Seth dort für alle Ewigkeit gefangen. Der Osiris-Tempel blieb tausende von Jahren versiegelt, bis ich einen Zugang entdeckte. Und dann kommen wir ins Spiel. Aber ich war nicht allein. Carter Bell, ein aufstrebender Archäologe, suchte ebenfalls nach dem Stab. Hey, Flauzi, was bist du? Hier war er also. Der Stab von Osiris. Jetzt war das Rennen eröffnet. Carter, warten Sie! Ha, diesmal nicht, Croft! Diesmal nicht! Aber es war zu spät. Der Stab war eine Falle. Der Tempel ein Kerker. Carter und ich wurden verflucht. Wir schulden euch Dank, Reisende. Ihr habt uns aus unserem Gefängnis befreit. Aber nun seid ihr des Todes. Ihr habt nicht viel Zeit. Die Duat, das Reich der Toten, erwartet euch. Ich bin Isis und das ist mein Sohn Horus. Wir sind die letzten der alten Götter, die gegen Seth standen. Wenn ihr leben wollt, müssen wir aus diesem Tempel fliehen und die Teile von Osiris finden. Das könnte er der Vater sein. Ja, aber echt. Flauzi, du hast wieder Mist gebaut. Ja, das kann ich. Die Falle, die uns gefangen hielt, hat euch gebrandmarkt und Amit, die Fresserin der Herzen, beschworen. Sie wird aus der Erde steigen und euch finden. Und dann wird Anubis über euch richten. Gott, ich muss erstmal. Alter, die Steuerung ist ja geil. Mit seiner Macht kann ich dich führen, egal wie weit der Kessel ist. Ich muss mal eben hier. Wie schließe ich denn? Ist mal ein bisschen runterdrehen. Ich hab da noch eine Mine hingelegt. Wartet mal, irgendwas hab ich gemacht. Ich hab keine Ahnung. So. Was ist das hier? Das Inventar ist ja auch geil. Peng, 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 peng! Wo ich denn zurück? Hä? Aua! Wackt hier ein bisschen. Okay. Also ich bin eine Gottheit, ihr müsst mich verehren. Ich bin Horus, aua, nicht mich abschießen. Ach, schieße ich? Nee, ist das nicht ein Enterhaken? Hier, guck mal, warte mal. So, hab komm, ich schieß durch dich durch hier. Bam, bam, bam. Ich hab hier einen Enterhaken, was ist das? Guck mal. Okay, so kann ich rollen. Echt, man kann hier rollen? Ach. Boah! Aua! Was hat das denn jetzt?
Hä, wie habe ich denn jetzt diesen Enterhaken gemacht? Oh, guck mal, ich kann euch Licht machen. Ich leuchte euch heim. Das bin ich mit dem Enterhaken. Hier, schau. Ja, du kannst ja aber auch mit Mausrad kannst du ja die Waffe wechseln. Ah, ja, stimmt. Ich habe noch eine Kugel. Guck mal. Ah! Was macht das? Ich kann nicht mehr. Hä? Hör mal auf, ey. Ich hab irgendwie ich das... Ich mach doch gar nichts. Komm zu mir, mein Kind. Komm her. Ach, was bist du? Oh, komm her, Kind. Komm zu mir. Vor allen Dingen habt ihr schon Lebenspunkte verloren. Ja, weil du uns vorhin in die Luft gejagt hast, du Idiot. Ich kann nicht mehr. Huch, ich hab was kaputt gemacht. Oh, also vor drauf gestürzt. Hör mal auf, ey. So. Ich kann nicht mehr. Ah, springen geht so. Was macht denn Isis da eigentlich? Guck mal. Ja, die spielt ja nicht mit. Die wird ja nicht ausgewählt. So, was heißt denn hier 300, 150, 0? Wieso kann ich denn nicht mehr schießen? Okay. Ja, wollen wir einfach mal hier lang gehen? Ja, ich wundere mich nur. Jetzt kann ich auf einmal nicht mehr schießen. So, okay. Lara und Carter können F drücken, oder um ihre Fackel auszurüsten. Habe ich schon. Ja, ich kann das nicht. Oh. Ah, okay. Ja, und kann man da unten noch lang? Viele Vasen enthalten Schätze. Bewegen uns zielen gleichzeitig. Ja, hier liegen Diamanten. Ha, nimm mit. Nimm, was du kriegen kannst. Alles mitnehmen hier. Was ist das? Warte, hier links. Er ist noch immer in der Ey, das ist so lustig. Wartet. Ich mach... Wir müssen diese Male zerstören, wo immer wir sie finden. So. Ich muss jetzt mal die Einstellung richtig treffen. Dialog immer ein bisschen höher gestellt. Isis und Horus können mit dem Strahl des Stabes Seths Male besiegen. Rüste den Stab. Okay, was ist ein Seths Mal? Das hier? Nee, oder ist das das hier? Ah. Dafür braucht ihr mich. Sag mal, was machst du da eigentlich mal, Peachy? Keine Ahnung, ich spiele einfach nur rum. Ist noch eine Vase. Ich glaube, ich habe gar keine Munition mehr, kann das sein? Hat man nicht unendlich Munition? Ja, wahrscheinlich. Ja, da muss schon einer draufbleiben. Lara Croft hat immer unendlich Munition. Nee, irgendwie ich jetzt gerade nicht. Ah ja. Ich guck erstmal, was es hier noch so gibt. Wir müssen alle drei auf so einen Button, ne? Erstmal, ich muss hier erstmal looten, also danach helfe ich euch gern. Mit deinem langen Lootfinger. Alter, PG! Okay. Toll. Erstmal auf Flauzi ballern, wa? Erschießt es, bevor es euch erschießt. Ja, das ist eine gute Idee. Oh. Peachy, hau ihn um! Ja, ich bin doch dabei! Nicht mit deinem Enterhaken! Abschießen. Ja, ich kann nicht schießen! Ich hab keine Munition! Waffe wechseln. Ja, wie hab ich das denn gemacht? Wir machen das mit Scrollrad. Ja. Wir können dir leider nicht helfen, wir kommen an dir nicht dran, Peachy. Jetzt mache ich hier gar nichts mehr. Toll. Und Flauzi, wie geht's dir so? Ja, du, ich kann nicht klagen. Ja, du. Ja, wir müssen ja jetzt immer 1,5 Meter Sicherheitsabstand einhalten. Gut, dass wir hier diese Gartenmauer gebaut haben, ne? Genau. Ja. Ich habe keine Munition. Es hängt mal wieder an Peachy. Nein, Peachy hat nichts zum Schießen. Außer diesem blöden Enterhaken. Da ist diese Mine. So, ein bisschen rollen. Ey! Ich drücke jetzt hier wirklich alles, was...
Ich kann dir leider nicht helfen, Peachy. Ich habe null Munition. Wir haben alle Munition. Der Flauzi kann... Hä? Wo bist du hin? Wo bin ich? Gut. Wo bin ich? Ja, tot. Wie tot? Die hat doch null Leben. Hä, ich sehe das gar nicht. Bei mir ist da noch diese... Jetzt ist sie wieder da. Ja. Du jagst dich selber in die Luft, Peachy. Warum? Ja, das ist hier die scheiß Fackel. Aber wieso habe ich keine Munition? Was hast du denn für Fähigkeiten? Also ich kann ja die Kugel und den Strahl machen, Peachy. Ja, Enterhaken und hier so Sachen werfen. Hey, du hast doch jetzt da. Damit musst du schießen, auf das Auge. Da, da waren doch gerade die Waffen, Peachy. Ja. Ja, aber warum schießt ihr denn nicht da drauf? An das Ziel geht ja nicht. Hast du vielleicht musst du eine andere Taste drücken für Schießen? Nee, ich bin am Schießen. Ja, aber du musst ja diesen Cursor bewegen können irgendwie. Wo du hinschießt. Vor allem, du hast zwei Waffen in der Hand und du schießt einen Enterhaken. Das macht ja gar keinen Sinn. Ey, ich will diesen scheiß Enterhaken nicht. Der ist super. Ah, Peachy! Einmal mit Profi. Ey, da war doch gerade eine Waffe. Hier mit der Fackel. Geh mal die Fackel. So, und jetzt schieß nochmal. Kommt der denn immer vom komisches Dienst bei dir raus? Was ist denn? Und nimm doch mal die linke. Womit schießt du denn, Flauzi? Mit linker Maustaste, oder? Ja. Nimm mal die linke Maustaste, Peachy. Da ist es doch gewesen. Du hast doch geschossen. Warum denn nicht gleich so? Weil ich die Maus genommen habe. Ja, dann nimm die Maus, verdammt! So, meine Güte, was eine schwere Geburt. So. Oh Gott. Ich verstehe das trotzdem nicht. Wahrscheinlich hast du das auf irgendeiner Taste auf dem Controller und du hast selbst keine Ahnung welche. Meine kleinen Götter, seid ihr endlich gekommen, um vor mir zu kriechen? Seht dort. Ich schulde euch Dank. Tausende von Jahren war ich in der Dunkelheit der Duat gefangen. Aber als ihr mich berührt habt, sang er für mich. Er führte mich hierher zurück, damit ich mir nehmen kann, was mir gehört. Was hat denn der gesungen? Du bist ein Mörder und ein Tyrann, Seth. Wir werden Osiris rächen und dich für alle Zeit in die Duat verbannen. Natürlich. Aber während ihr in der Gefangenschaft verweht seid, habe ich die Geheimnisse der Duat gelüftet. Ich werde in diese Welt zurückfinden. Und ihr habt mir den Weg gewiesen. Ich hole mir meinen Thron zurück. Du ja, okay. Kommst da. Nicht. Vorbei. Er hat den Kreislauf von Leben und Tod entweiht und diese Seelen zu seinen Sklaven gemacht. Los, Peachy. Oh, er macht aus dem Reich meines Vaters. Ja, bin schon dabei. Wow. So. Haben wir gerade gegen ein Skelett gekämpft oder verliere ich den Verstand? Es gibt ein paar Dinge, an die Sie sich gewöhnen sollten. Muss übrigens heilen, Peachy. Die Welt ist seltsamer, als Sie ahnen. Muss übrigens heilen. Die Macht von Osiris ist immer noch in seinem Stand. Wenn wir ihn erheben, wird seine Glyphe auf alles einwirken. Wie muss ich denn heilen? Kann gar nicht, wenn du mir die Kraft aufhebst. Hey, kannst du diese Barriere wegmachen? Ja. Was ist das? Oh, einen roten Schädel gefunden. Okay. Du musst hier diese Plattform. Muss ich das, warte? Mausrad. So? Nee, Mausrad. Wie Mausrad? Mausrad drücken? Das Mausrad drücken. Ah! Okay. Oh. Hä? Was war das da unten gerade? Oh. Das erinnert mich so ein bisschen an Titan Quest, so von der Grafik her. Also von der ja, so wie es aussieht. So.
Lara und Kater können Haken zu Goldringen schießen und Wänden erklimmen. Okay, da oben könnt ihr euch zu dem Goldring hinschießen. Genau. Hä? Tja, muss ein Weg nach ich weiß zwar nicht, wie ich schießen kann über den ich Controller, weiß nicht, aber... wo sie ist, aber Ahmed ist da. Halt deine Augen offen. Upsi. Der Haken kann ich mit anderen Spielern verbinden. Könnt ihr mich da hochheben? Ich kann das leider nicht. Danke. So. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Die können mit R Schilder ausrüsten, Schützaktionen, damit andere Charakter darauf springen können. Ah, okay. Nee, das nicht. Nein. Hallo? Ah. So. Und jetzt? Achso, Enterhaken. Ich stehe hier, danke. Mm. So. Mhm. Nein, nicht ich. Nicht ich. Geh weg, Hilfe. Jakob. Danke. Pitchy hat kaum noch Leben. Noch mehr von Seeds. Oh mein Gott. Schicken wir sie ins Jenseits. Hilfe! Oh, Geld. Wenn wir das nächste Mal ein Medikit haben, dann müssen wir es auf jeden Fall Pitchy geben. So. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier oben. Muss wieder so ein Ding ins Bar. Achso. Oh mein Gott. Danke, dass ihr mir beide helfen wollt. Das wäre nicht nötig gewesen. Wir müssen weiter. Nicht auszudenken, wenn Ahmed euch findet. Das wäre natürlich nicht so gut. Ich will trotzdem mal wissen, wie ich geschießen bei einer Ausweichrolle. Ach so. Oh Gott. Was ist das denn hier? Ist klar, wer da reinrennt. Oh, mein Bein ist ab. Umschalt. Oh. Danke. Was ist das hier? Die Fallen bestimmt hier kaputt sind tödlich. Machen. Wir müssen vorsichtig sein. Ach so, nee, warte mal. Ach nee. Wie löst man die Bombe aus? Tipponieren. Ach so. Ah. Da müsst ihr machen. Geld. Ja, ist klar. Ah, da oben sind Medikits übrigens. Warte, ich mach mal. Diese Bomben. So, ich hab schon welche kaputt gemacht. Ich mach noch mehr. Haltet mal kurz. Wir werden daran denken. Kann ich nicht doch die, wann das nochmal? Anzeige, Helligkeit, Auflösung, das ist alles klar. Gameplay, Aktion, Textchat. Hä, habe ich nicht hier irgendwo noch die... Diese Dialoge, die da unten immer eingeblendet werden. Lösung, Bildwiederholungsrate, voll ist ja alles klar. Kostenzuweisung, Gameplay. Okay. Gut. Naja, was soll's. So, ja, und dann. Noch so Medic. Ja. Ja, ja. Besser eins haben. Besser haben als brauchen, das stimmt schon. Kommt jetzt. Entschuldigung. So. Oh, okay. So, meine Güte, was noch alles? So. Nur weil die hier eine Heuschreckenplage haben. Ah, dann müsst ihr wieder rüber. Was ist denn das da für ein grünes Plus? Hm. Ein anderer Charakter auf das Seil springen, Alter, was? Gott! Ah. Ja, toll, wie komme ich darüber? Gar nicht. Wahrscheinlich indem Peachy jetzt.
Haken könnte ich mit anderen Charakter verbinden. So. Ja, aber dann falle ich ja da runter. Riskier doch mal. Oder ich gehe mal nach hinten. Doch, ich wicke das jetzt hier drum. Das war so klar. Wow. Oder vielleicht hier, weil hier oben geht? Wahrscheinlich. Ah, maximale Gesundheit erhöht. Ja, nice. So, das muss ich wieder wegmachen. Trotzdem verstehe ich noch nicht mit dem Schießen. Achso, die schießen ja immer noch hier, die komischen Pfeile. Oh, ja, so geht's auch. So jetzt nicht mehr. So, hier sind wieder Heildinger. Ringe gewähren einem Charakter Effekte, okay. Oha. Ja? Ja, wie kommt das weg? Achso, unten noch weiter. Noch weiter. So, jetzt habe ich hier Inventar. Ah, okay. Nicht ausgerüstet. Was habe ich denn hier für einen? Was macht der jetzt? So. Verletzlicher Eisenring der Stärke. Und was macht der? Ach, Verteidigung minus, Waffenscham plus. Okay. Gut. Dann haben wir das. Okay. Ganz langsam und vorsichtig. Okay, also das ist weder Peachys noch Flauzis Stärke. Oh Gott. Mach mal kaputt die Dinger. Kann ich nicht. Da könnte ich nur mit irgendeinem Bomben machen. Aua. Das war jetzt nicht so toll, ne? Was ist denn das hier? Wo bin ich? Was du? Ich bin tot. Ach, was ist denn? Ich bin vorhin in die Stacheln gefallen. Muss ich was machen, um wiederzukommen? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es am nächsten Checkpoint oder sowas. Ach, jetzt bin ich auch runtergesprungen. Nein. Oh. Toll. Achso, Leertaste. Au. Sehr schön. Da unten ist Kälteboden. Oh, verdammt. Wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden. Amit wird euch finden. Eins nach dem anderen, bitte. Au, 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 au. So, weg mit dir. So, da oben noch welche. Waren das alle? So, muss ich hier mit meinem Röntgenstrahl noch irgendwen erreichen, ne? Wollen wir jetzt erst da? Saugeil. Achso. Na, erstmal hier weitermachen. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ja, ich muss ja aber das Geld erst noch sammeln. Da muss einer von euch rüber. Hm? Da ist ein Haken. So. Also nicht rüber, aber Haken spannen. Ah, roter Schädel. Ein roter Römervogel. Au. Aua. Ja genau, am besten Peachy, weil die kann auch Bomben legen, oder? Jo. Genau, Peachy, dann legt er nochmal eine Bombe. Ja. Mach ich. Moment. So, warte, den mach mal weg, Flauzi. So, komm, wir gehen. Wir kommen nicht weiter. Mist, schade. Schade. Wär auch zu schön gewesen. Vorsicht, Laserpointer! Hat außer mir noch jemand dieses riesige ich seh nichts. Gesehen? Das ist Amit. Sie verschlingt die Seelen der Unwürdigen. Ist das ein Krokodil? Kenntnis, ihr verfluchtes Mal. Ist das ein Löwe oder ein Krokodil? Ein Krokodil. Okay, müssen wir gegen es kämpfen? Sie hat uns gesehen! Ich hoffe nicht. Lauf! Schnell! Schnell lauf! Schnell! Nein! Nein! Das war knapp. Ah! Verdammt! Ich bin einfach nur hinterhergerannt.
Konnte man sich nochmal ducken. So. Natürlich. Klatsch. Oh, wir scheinen nicht die ersten Abenteurer zu sein, die hier langkommen. So. Also darüber auf jeden Fall. Oh, da oben ist noch... ist was drauf. Helm. Ja, den will ich haben. Wie kommt man da oben auf den Helm? Oh. Genau so wahrscheinlich. Was macht man das? Hier liegt erstmal Geld. Vielleicht ist das auch nur Deko. Ganz bestimmt ist das nur Deko. Wie bist du da jetzt rübergekommen? Gesprungen. Wo bin ich? Was ist denn, wenn ich... Ah! Ach, bin ich hier irgendwie runtergefallen. Huch. So, wie komme ich jetzt? Wieso bin ich jetzt bei Flauzi? Hä? Wieder zurück. Ich habe eine Idee. Ihr müsst hier rüberspringen einfach. Hier, so. Was? So, Flauzi, komm mal bitte mit. Oder Peachy, einer von euch. Ja gut, dann du. Flauzi, da vorne auf diesen... Kannst du da so ein Seil rüberspannen zu diesem goldenen Teil da hinten? Nö. Ich glaube, ihr müsst hier drauf, ne? Und jetzt? Und, passiert da was? Nee. Das macht keinen Sinn. Huch! Wie hast du das denn gemacht? Du kannst dich ja worüber spannen? Flauzi ist... Flauzi, der ist... Wo bin ich? Jetzt bist du wieder da. Ja, jetzt bist du wieder da. Komisch. So, einer bitte drauf. Kannst du das nochmal machen mit dem Rüberspannen? Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Oder sonst, warte mal, was ist denn, wenn Peachy sonst da hinten hingeht zu dem goldenen Teil? Genau. Und jetzt Flauzi mal zu Peachy rüberspannen. Kann ich jetzt? Da drauf? Wie wär's mal mit mehr Licht? Ja, ja, und jetzt, warte. Ah. Nein, das war nix. Wie kann man das denn mitnehmen? Jawoll! Das ist Teamwork. So. Das war wieder ein roter Schädel. Oh. Hä, wo bin ich denn jetzt? Um schon ergreifen, um zu bewegen, okay. Das bestimmt nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das muss bestimmt da in diese Leuchten rein hier. Ach so. Hier in diese. Oh, huh. Oh, das ist ja ein Zufall. Oh, Moment, ich muss mir eben noch den Kristall von da drüben holen hier. Oh, oh. Aua! Wie kommt man jetzt eigentlich da hinten zu. Da vorne zu. Oh nein. So nicht. Ach, dann verliert man immer wieder Geld, wenn man das gemacht hat. Also, wenn man da gestorben ist. Wie kommt man da oben zu der Waffe? Alter. Das sieht sehr professionell aus, Peachy. Ja. Kannst du mal sehen. Geh schon hoch, du blöde Kugel. Also wird das nichts. Hä? Ich drück die ganze Zeit hier auf B. Die Kugel bewegt sich nicht. Ist das bei euch auch? Kann sie. Kugel. Hä, ich kann die nicht bewegen, die Kugel. Nee, ich auch nicht. Deswegen, warte mal, ich mach mal eine Bombe da dran. Aber Pichi, hast die Kugel kaputt gemacht, oder wie? So, oh. Geht doch. Ja, toll. Wahnsinn. Klasse. Hä? Das ist sehr professionell. Aber da taucht nichts mehr auf mit Bewegen. So, oh. Bitte sehr. Geht doch. Tor! Komm, jetzt schieb mal rein. Geht nicht.
Kann ich nicht ein Visier anvisieren? Na! Vielleicht muss man das ja so machen. Ja, ganz bestimmt. Hey, aber ist doch. Du mit deinem Laserpointer. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum kann man die denn jetzt nicht mehr. Ah! Naja, gut, jetzt ist sie wenigstens wieder weg. Vielleicht kriegt sie mit der neuen wieder. Ja, die kann man wieder bewegen. Ja, dann mach mal. Jeep. So, guck mal, Peachy, so geht das übrigens hier. Ja, hallo? Peachy. Guck mal, wie einfach das geht, Peachy. Komisch, ne? Hey! So. Die wäre fast runtergefallen. Ah, ja. Passt perfekt. Ja? Was machst du da, Flauzi? Ja, keine Ahnung, bei mir. Was kommt? Bei mir erscheint einfach immer so ein schwarzer Bildschirm. Ist ja super. Ihr wisst schon, dass wir noch eine zweite Kugel brauchen, ne? Ja, die ist da. Die ist da. Aua! Die ist da oben. Schon wieder. Oh, Alter! Jetzt bin ich hier irgendwie weggespawnt. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich hänge hier irgendwie ganz komisch Hallo. Fest. Hallo! Huh, jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Jetzt siehst du, den habe ich nämlich auch. Oh, ich bin tot. Ey, das sieht gerade witzig aus. Ich sehe euch alle rumfliegen. Jetzt habe ich schon wieder ein schwarzes Bildschirm. Oh, ich hä? Ich sehe euch alle rumfliegen. Warum bin ich jetzt hier? Hä? Jetzt sehe ich sehe Peachy. Ach, da bin ich. Hä, jetzt habe ich schon wieder ein schwarzes Bildschirm. Was ist das hier eigentlich für ein buggy Spiel? Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich auch, warum das auf Steam nur ausgeglichene Bewertung hatte. Bin ich denn nur? Ich komm mal nur. Mann. Bin schon wieder tot. So, ich bin jetzt mal wer bei euch. Vielleicht liegt das ja daran. So, da bin ich. Und? Und? Ich bin wieder da. Okay, komm. Es scheint zu funktionieren. Ja. Oder auch nicht. Hä? Wieso bin ich jetzt tot? Kommst du, Flauzi? Flauzi, komm bei Fuß hier. Flauzi. Flauzi. Wieso bin ich... Ey. Ich stehe direkt neben dir. Hä, du stehst bei mir da hinten. Hier, da stehst du. Komm nicht weiter, weil... Vor allen Dingen bewegst du dich gar nicht mehr. Ja, du bewegst dich bei mir nicht. Du stehst genau hier, wo ich jetzt stehe. Da stehst du bei mir, Flauzi. Ich gehe jetzt zu Peachy, so. Ich komme nicht weiter, weil der... Flauzi... Ja, komm. Ich komme hier nicht weiter als hier. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Ich gehe, es ist so geil, ey. Ja, gut, ich hätte jetzt ein anderes Adjektiv für verwendet, aber okay. Jetzt kommt mal hier rüber, Jungs. Mensch. Ich komm, hey, wie du da gerade reingespawnt hast. Alter, jetzt habe ich schon wieder so ein verdrehtes Bild. Ich sehe einen Sarg. Alter, was ist das eigentlich für ein Buggy-Spiel, Mann, ey? Das erklärt auch, warum ich nicht schießen kann. Ich kann gar nichts dafür. Bin ich denn jetzt? Huch! Ey, jetzt hab ich auch einen schwarzen Bildschirm, schade. Oh, oh, ich bin wieder da. Alter, Flauzi! Flauzi fliegt bei mir durchs Bild! Ich seh nichts. Vor allem, ich bin die ganze Zeit bei diesen komischen Stachelrollen wieder. Komisch, bei mir bist du jetzt weiter hinten mit deinem Laserpointer. Bin ich denn? Ich seh nichts. So, ah, jetzt geht das Bild mal weiter. Hallo, hallo, hallo Peachy! Hey! Oh, Flauzi fliegt wieder quer durch den ganzen Raum. Ja, du aber auch gerade, ne? Alter! Ja, ich ey, glaube... Ich soll mal zurücklaufen, ob das gehen würde. Ja, ich komm gar nicht erstmal mehr rein. Ich komm gar nicht mehr wieder rein. Ich lauf mal zurück. Ja, ich lauf auch gerade mal zurück. Läuft ja 1A. Ja, weiter zurück geht nicht. Wer ist jetzt gestorben? Oh nein, ich war gerade kurz wieder da. Komm hoch! Hey, ich finde das richtig geil, das Game. Flauzi, komm hoch! Flauzi hängt da! Oh. Hier an der Kante! Komm her! Siehst du das auch, Peachy? Ja, ich sehe den auch. Flauzi, komm her! Flauzi, was machst du? Nein! Wer ist denn da jetzt gerade abgestürzt? Das war ich.
Ich habe zu viel rumgehampelt. Jetzt habe ich 0 Punkte. Kannst du das töten, Peachy? Ich habe bei mir noch 45.000 Punkte. Ja, bei mir auch. Ich habe 0. Jag mal Flauzi in die Luft. Komm, wir springen mal Flauzi. Ja, genau. Ja, das bringt nur nichts, weil ich komm nicht wieder. Weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal sterbe? Oh, ist jetzt Game Over? Weiß ich nicht. Explodieren aber schnell, hebe ich eine Explosion zu verzögern. Ist auch cool. Der ist ja, ist ja Gameplay hier, was wir hier zeigen. Oh, da sind wir wieder da. Oh, es geht wieder. Ja, stimmt, normalerweise kostet 20 Euro. Nein. Doch. Oh. Da musst du nicht dagegen laufen. Komm schnell. So. Was müssen wir jetzt machen? Hey, guck mal. Die eine Kugel fehlt nur noch. Alles hier gespeichert. Geil. Hier. Nein. Jetzt. Ah. Nein. Lautzi. Nein. Was ist das denn? Ich back voll zur Seite. So, komm mit hier, schnell, komm, Flauzi. Hier, komm, kein Zeit verlieren. Ich kann nicht mehr. Ich kann die Kugel nicht. So, und da oben ist Geld. Alter. Was ist denn? Aua. Ich kann die Kugel. Flauzi. Ich bin hier irgendwie am Rumspawnen. Was ist das denn? Ich hänge in der Wand fest. Hä? Ich kann das. Ich umschalt, ja. Ich drück Umschalt, aber. Hier? Jetzt kann ich hier schon wieder keinen Umschalt drücken. Aua! Was ist. Ich werd zerfleischt. Ich hab auch bei mir keine Lebensenergie mehr. Okay, jetzt bin ich tot. Hä? Okay, was haltet ihr da? Was haltet ihr davon, wenn wir die Folge beenden? Wir sind sowieso bei 40 Minuten bei mir. Achso, ich kann wieder rein. Beste Folge ever. So, hier Laserpointer. Oh, Alter, wer ist da eben bei Explosion hier? Nein, nicht explodieren. Ah! Alter. Nein! Mann, ey! So, komm, hier, ich will wieder leben. Ach, ich komm nicht rein. So, jetzt aber wieder. Hallo! Hi und bye! Haha! Kann ich eigentlich? Ich hab ein Schutzschild. Kann ich mich damit in die Luft jagen? Ja. Aber ich krieg keinen Schaden. Oh mein Gott. Turm hoch? Das ist das beste Game seit langem. Ja! Yay! Ich will die Waffe da hinten haben. Kann ich die irgendwo holen? Okay, so nicht. Lada. Lalelu. Oh, ich spawn jetzt nach oben. Ich bin oben. Oder oben jetzt. Okay, alle down. Ja, okay, liebe Freunde, das war's dann für diese Folge. Nächste Folge gibt's dann wieder herausragendes Gameplay auf diesem Kanal. Bis dahin. Tschüss.